Wenn du auf der Suche bist nach Inspiration für die nächsten Party-Outfits, dann ist das Video das Richtige für dich. Leute, heute ist, glaube ich, für jeden was dabei, vom Raver bis hin zum ganz schicken Outfit für die Hochzeit. Ich habe mir einfach mal gedacht, die nächsten Veranstaltungen stehen an, da picke ich mir ein bisschen was raus an Kleidungsstücken und plane meine Outfits mal so ein bisschen. Und das ist auch schon mein erster Tipp an dieser Stelle. Plant eure Outfits auf jeden Fall für Veranstaltung zu Veranstaltung, damit ihr auf der Veranstaltung an sich oder kurz davor nicht irgendwie in Hektik gelangt. Das erste Outfit, Leute, ist das Outfit Techno Berlin. Wenn es mal wieder irgendwie in einen Techno-Club geht nach Berlin, dann ist das ein Go-To-Outfit, was man auf jeden Fall sehr nice anziehen kann. Ein bisschen Leder, ein bisschen Chain, bisschen Beanie. Cooles Outfit, gerade diese chunky Lederboots sind einfach richtig nice. Nicht nur aus dem Grund, weil sie wirklich richtig chunky sind, sondern auch, weil sie extrem bequem sind. Weiter geht's mit einem Outfit für eine Afterwork-Party. Wenn du zum Beispiel erst im Office gewesen bist und dann geht's irgendwie noch weiter mit den Kollegen zu einer Veranstaltung, zu einer Party, ist das ein cooles Outfit. Unten trage ich weiße Ledersneaker, dann eine blaue Anzugshose, ein weißes Premium-Cotton-T-Shirt und darüber eine Safari-Jacket. Next up, ein Outfit, was ich tatsächlich richtig fühle, was man ideal für einen Clubabend anziehen kann oder auch, wenn man zum Beispiel in einem Bar verabredet ist. Unten trage ich schwarze Lederloafer und zwar in der Chunky-Variante, finde ich richtig nice. Dann dazu eine Anzugshose, ein weißes Hemd aus den 70s vom Style her mit einem schönen offenen Kragen und da drauf dann das Highlight-Piece, eine Lederjacke mit Fell. Beim nächsten Outfit haben wir nur leichte Änderungen, aber Leute, der komplette Look sieht einfach anders aus. Wir haben hier auch unten schwarze chunky Lederloafer, aber mit kleinen goldenen Details drauf. Dann trage ich hier die gleiche Anzugshose in schwarz und jetzt kommt das absolute Highlight-Piece, dieses Hemd hier. Ist ein cooles Outfit, ja, mit dem Nippelblitzer, muss man schauen, wie sehr man das mag, aber für eine Silvesterparty oder für einen irgendwie außergewöhnlichen Abend ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Outfit, wie ich finde. Last but not least, Leute, ein richtig schickes und elegantes Outfit, wenn es mal etwas schicker werden soll, wie zum Beispiel auf einer Hochzeit. Ich trage hier einen blauen Nadelstreifenanzug als Doppelreiher, dazu Monks und um das Outfit nochmal irgendwie ein Stück weit zu pimpen, habe ich hier jetzt auch meine Seidenaccessoires rausgeholt mit Einstecktuch und passender Krawatte. Und jetzt nochmal alle Outfits im Überblick. Und schreibt gerne in die Kommentare rein, was euer persönliches Favorite Outfit ist. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video etwas inspirieren. Vielleicht steht ja die nächste Feier schon bald an bei euch. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Outfits kreieren für eure Partys und für eure Veranstaltungen.